Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zu den neuen Huawei FreeBuds 4 oder auch zu den Huawei FreeBuds 4. Die FreeBuds 4 habe ich jetzt genau eine volle Woche im Einsatz gehabt. Ich habe sie so viel, so oft wie möglich benutzt, habe alles Mögliche damit gemacht, habe sie sowohl unter iOS, unter einem iPhone, als auch unter einem Android-Gerät getestet, habe sie am Rechner benutzt, am Tablet, habe die Streaming-Dienste rauf und runter gehört, habe eigenes Zeug damit gemacht, habe Sprachnachrichten damit verschickt, habe damit telefoniert, habe sie mit Noise Cancelling, weil die Dinger haben ja ANC, habe sie auch ohne benutzt, habe die Akkulaufzeit getestet, habe sie mit den Vorgängern, den FreeBuds 3, aber auch den Huawei FreeBuds Pro, Apple normalen AirPods verglichen, den AirPods Pro, um gerade mal so dieses Klang, um den ANC zu vergleichen. Und ich gehe das jetzt mal fix mit euch der Reihe nach durch. Also in dieser Woche, ich war sehr mit denen beschäftigt und sie können einiges schön. Das Design, die Verarbeitung, einige von den Bedienungen und auch der Sound finde ich okay. So mittelmäßig, so die Sprachnachrichten, ne? Das klingt bei anderen aus dem Huawei-Lager besser. Aber dann auch sowas Richtung Akkulaufzeit, das ANC. Auch ja, wenn es besser geworden ist als beim Vorgänger. Aber ich meine, die Vorgänger-Dinger, die normalen FreeBuds 3, die waren Grütze. Das konnte ja nur besser sein. Aber man merkt einfach dieses offene Design. Huawei nennt es ja OpenFit, ne? Früher nannte man das einfach AirPods, ja, ich weiß, das ist wieder Apple, aber ich meine, die Dinger sehen ja auch aus wie AirPods. Die Form ist wie bei AirPods. Die haben aber den totalen Vorteil, Leute, die in ihr Kopfhörer nicht mögen, ne, sich das Zeug da reinzudrücken und sowas, die sitzen hier wunderbar in euren Ohrläppchen, hängen die da und drücken gar nicht die. Also ich habe die stundenlang wieder problemlos tragen können, richtig, richtig schön. Ich konnte sie problemlos länger tragen, als der Akku jeweils gehalten hat. Also das merkt man wieder, wie das, ja, man erinnert sich so ein bisschen an früher. Und jetzt ist ja Huawei hingegangen und der hat jetzt sozusagen die zweite Generation mit Noise Cancelling da reingebaut. So, aber jetzt der Reihe nach. Von der Verarbeitung, von außen, ich finde die super. Also die Verarbeitung passt, der Deckel lässt sich so zwar leicht bewegen, aber ich habe das Huawei Case, dieses matte Silberne, die ganze Zeit in der Hosentasche mit Schlüsseln getragen. Ne? Ich habe nicht einen Kratzer reinbekommen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass das so bleibt. Gibt die Dinger, glaube ich, auch in Weiß. Ich weiß nicht, ob es Schwarz bei uns auch gibt. Und dann die Dinger selber. Sie sind silbern. Hochglanzpoliertes Silber. Ich hatte es ja beim Unboxing damals gezeigt. Ich finde das super. Ich finde, die sehen richtig, richtig stylisch aus. Die auch in den Ohren zu haben. Auch wenn es natürlich jetzt wieder so lange Stäbchen, lange Zäpfchen da sind. Aber das ist mal optisch und von der Verarbeitung echt, echt, echt gelungen. Kommen wir aber zum Wichtigsten, dem Klang. Standardklang 0815. In den normalen Einstellungen fehlt den Bass. Ne? Das ist das eine. Es gibt zwar in der App die Möglichkeit, so einen bei der Tonqualität den Equalizer-Effekte zu machen. Dann hat man Standard, Höhenverstärkung oder den Bassverstärker, also so einen Bassboost. Den habe ich sehr oft benutzt, damit gerade bei etwas basslastigeren Stücken, damit man wenigstens etwas merkt, damit er etwas mehr kommt. Bei anderen Stücken muss man es aber deaktivieren, sonst dröhnt das zu sehr. Der Klang ist okay. Also 0815 Klang, das ist so Standardzeug, gerade wenn man streamt. Ne? Das ist jetzt nicht besonders toll für irgendeine Kategorie. Nein, das ist Standardzeug. Das, was aber bei diesem Klang gar nicht so entscheidend ist, dass es dieses offene Design ist, diese offene Bauart, gerade wenn man unterwegs ist, wenn man irgendwas an Geräuschen hat, das kommt fast ungefiltert in eure Ohren rein. Das heißt, man hat zusätzlich zum Ton, zur Tonqualität, zum Klang halt noch andere Klänge. Und das, selbst wenn die super duper klingen würden, ne, man kriegt in der Regel viel zu viel anderes Zeug mit rein, sodass die Ton- oder die Klangqualität gar nicht so entscheidend ist bei diesem Zeug. Gerade wenn man sie dann mit Over-Ears, On-Ears oder In-Ears vergleicht, die einfach viel besser nochmal abschirmen, wo man sich deutlich mehr auf den Klang konzentrieren kann. Der Klang an sich, gerade wenn es so normal, also so still ist, geht der aber in Ordnung. Also ich habe damit gerne Zeug geguckt. Ich hatte auch keine Verzögerung, wenn ich damit Netflix oder YouTube-Videos geguckt habe. Das hat alles funktioniert. Und es ist halt so ein 0815-Klang, aber ich tendiere immer mal wieder, was ich ja gesagt habe, den Bassboost, die Bassverstärkung mit einzuschalten. So, aber so fürs normale Zeug reicht es. Kommen wir jetzt aber zum ANC. Letztes Jahr, da hatten wir dieses Steuerrad für den Gegenschall, damit man die Schallwelle justieren kann. Das war ein totale Grütz. Es war wirklich Murks. Also was Huawei sich dabei gedacht hat. Dieses Jahr ist total einfach. Ich kann das ANC ein- oder ausschalten. Fertig. Ne? Gibt es keine Anpassung, nichts. Genau so soll das sein.
Dieses ANC funktioniert leicht. Es ist nichts, nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit einem ANC mit In-Ear-Kopfhörer, mit Over-Ears oder On-Ears. Selbst die FreeBuds 3E oder die FreeBuds 4E von Huawei, die wir ja schon hatten, sind beim Noise-Canceling und bei der Isolierung eine komplett andere Liga. Was ich hier aber merke bei diesem Noise-Canceling ist, es kommt ein Effekt. Ich merke einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, im Auto bin, im Bus bin, in der Bahn bin und ich schalte es dann zusätzlich ein, dann wird da oben von diesem Rauschen, was ich, oder von den Geräuschen, was ich habe, 10%, 15%, vielleicht 20% rausgefiltert. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist aber nicht mal, ich komme mit diesem, was dieses Noise-Canceling rausfiltert oder isoliert, ist nicht mal auf dem Level, nur um das jetzt einzuerklären, auf dem Level der normalen Isolierung, was man mit 0815 In-Ear-Kopfhörern bekommt. Ich habe es mehrmals verglichen. Wenn ich In-Ear-Kopfhörer richtig reinmache, dass die richtig dämmen, habe ich da einen größeren Lärmreduzierungseffekt als bei den FreeBuds mit Noise Cancelling. Das war für mich so die Sache, die ich unbedingt rausfinden wollte. Es ist okay. Also man merkt was. Es reduziert was. Es führt dazu, dass ich halt nicht dann die Musik in der Bahn, was weiß ich, auf 100% machen muss, um noch was zu hören, sondern ich kann sie auf 90 oder 80% machen, was schön ist. Aber wenn ich normale Bahngeräusche habe, bei mir immer der Test, ich fahre in den Tunnel rein oder raus, ich habe viel Quietschen, da muss ich auch die mit Noise Cancelling auf 100%, verstehe ich trotzdem nichts. Also wenn ich da Stimme höre, Podcast höre, Hörbuch höre oder Musik habe, könnt ihr knicken. Das ist, ja, es ist besser als ein ANC in homöopathischen Dosen, aber es ist ein sehr leichter Effekt. Wer was mit ANC sucht, nein, auf gar keinen Fall, nein. Das ist eine schöne Sache, wenn Huawei jetzt nochmal diesen Schritt machen, die sie jetzt hatten, nochmal zwei Generationen weiter, dann kommen wir irgendwo hin. Ne? Aber hier, nein. Kehrseite vom ANC, ich habe ein merkliches Grundrauschen. Das heißt, zwischen den Liedern in einer leicht ruhigeren Umgebung oder wenn man sich darauf konzentriert, auch wenn man Musik hört, leises, ich sag mal, man hat irgendein Brummen, was man rausfiltern will, ne, oder Stimmen, was auch nicht so gut funktioniert. Aber wenn man dann das ANC einschaltet und sich darauf konzentriert, hört man auch mit Musik das ANC rauschen. So, das dazu. Kommen wir zur nächsten Disziplin, Akkulaufzeit. Na, Huawei wirbt hier was mit, Huawei wirbt hier was mit 4 Stunden ohne ANC und 2,5 mit ANC. Ja, mit aktiviertem Noise Cancelling, je nach Lautstärke, nach 2 Stunden müssen die wieder ins Case. Das meinte ich. Ne? Und auch wenn ich Noise Cancelling ausmache, das ist seit langem mal wieder was, wo ich mit meinem normalen Musikhörtest, Pendel, was auch immer Verhalten, immer mal wieder die Dinge aufladen musste. Aufladen selber, schnell ins Case packen, ein paar Minuten, habe ich wieder für eine Stunde Mucke. Und auch das Case aufladen, das soll ja dann nochmal für, ich glaube, 3-4 Ladungen ausreichen. Das hat funktioniert, Case laden auch. Aber es sind halt keine Langstreckenläufer, was die Akkulaufzeit angeht. Ne? Da ist, muss man sagen, da ist man eigentlich inzwischen was anderes gewohnt, wo ich dann hier aber immer stehe und sage, das sind Werte, so lange höre ich hier gar nicht. Und das hier ist eigentlich so ein Ticken zu wenig, wo ich mir noch mal ein bisschen mehr wünschen würde. Kommen wir als nächstes zur Bedienung. Viel Licht, viel Schatten. Was gut ist, ich habe hier dieses schöne Stäbchen. Ja, ich habe Stäbchen auf beiden Seiten. Und ich kann streichen, um lauter und leiser zu machen. Und das funktioniert. Das ist so, das, was ich immer seit Ewigkeiten immer wieder gefordert habe. Huawei macht es ja seit einiger Zeit. Das heißt, ich rubbel mich lauter und ich rubbel mich leiser. So, das funktioniert. Aber ansonsten habe ich nur sehr wenige Kommandos. Also das Tippen, ich habe wieder Doppeltippen rechts, Doppeltippen links, lange gedrückt halten auf beiden Seiten und Wischen geht für beide Seiten. Das heißt, ich habe 5 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich kann es nicht wirklich was ändern. Ich kann das Doppeltippen links und rechts ändern, aber ich kann das gedrückt halten zum Noise Cancelling wechseln oder lauter und leiser wischen. Funktioniert auf beiden Seiten. Das ist so ein bisschen Murks. Ich zeige es euch mal ganz kurz in der App. Ne? Verknüpfung, linkes Ohr gedrückt halten. Da kann ich, ja, und das andere, was hier ein bisschen geschummelt ist, ist nämlich ein Anruf ablehnen, wenn einer reinkommt. Eigentlich habe ich nur wirklich 3 Kommandos. So, also streichen, gedrückt halten, 2-mal tippen und nur das 2-mal tippen habe ich links und rechts, kann ich auswählen. Ich habe hier keine Kommandos mit 1-mal tippen oder sowas oder 3-mal tippen. Und das ist so schade wieder, weil die Kommandos, die Bedienung, die funktioniert. Ne? Auch das Wischen für lauter und leise,
9 von 10 Fällen. Wunderbar. Aber dass ich hier nicht mehr einstellen kann, ne? Das ist wieder vertane Chance und das ist teilweise wieder Mucks, weil es nur eine Software-Sache wäre. Es wäre einfach freizugeben und diese Kommandos zu machen und man hätte viel besseres Leben. So dass ich jetzt stehe ich hier zum Beispiel da und habe weitermachen rechts und Pause links. Pause links, also Play-Pause auf der linken Seite. Und normalerweise haben wir einmal tippen für Pause-Play. Gibt es hier nicht diese einmal tippen Kommandos. Und jetzt steht man da, will natürlich Pause-Play machen und dann nächstes Lied oder Lied zurück kann ich dann kein Kommando mehr machen. Das ist... Ich habe eine Trageerkennung, links und rechts, funktioniert. Ne, wieder reinmachen, geht weiter. Und, was auch sehr schön ist, ich habe Multipoint-Unterstützung. Das, was Sony bei seinen neuen Vierern, ne, die mehr als das Doppelte kosten, nicht hinkriegen, was denen zu meinem perfekten Glück fehlt, habe ich hier bei 120-Euro-Dinger problemlos. Also, dass ich zwei Geräte gleichzeitig und dann nahtlos wechseln kann oder nur mal kurz auswählen muss, dass ich nicht jedes Mal mit Bluetooth verbinden muss und, sondern die Verbindung. Auch das funktioniert. Telefoniert habe ich mit den Dingern auch. Und das war ja bisher immer so eine Paradedisziplin von den Huaweis. Gerade von den FreeBuds Pro, ne? Wo es immer schwierig ist, irgendwas zu finden, was wirklich dazu geeignet ist, länger zu telefonieren und auch viele Sprachnachrichten zu machen. Habe ich hiermit auch gemacht. Die Klangqualität geht für sowas in Ordnung. Ja, das ist auch für die Sprachnachrichten was also gut klingen kann. Natürlich ist immer die Frage, wie viele Umgebungsgeräusche habe. ANC übrigens mit Windumgebungs, ne? Wind und dann Musik hören oder sowas, könnt ihr knicken. Das zerschießt hier alles. Ne? Telefonieren mit Wind und sowieso genauso. Also das auf gar keinen Fall. Aber auch Sprachnachrichten oder Telefonieren in einer ruhigen Umgebung ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Weil ich immer mal wieder Aussätze habe. Dass ich so bei, naja, alle 20 Sekunden so einen kurzen Sprung habe. Das weiß ich nicht, ob es mit Software-Updates immer besser wird, aber es ist nicht wirklich berauschend. Ja, ich weiß nicht, ob das Mikrofon es einfängt, da bohrt mal wieder einer. Ich pack's mal wieder rein, dann höre ich das nicht. Wobei, das Noise Cancelling, ich würde es doch hören. So, jetzt dazu. Dann, wie gesagt, ich habe es unter Android genutzt, ich habe es unter iOS genutzt, ich habe es mit Rechnern genutzt. Wir haben wieder das Softwareproblem, wobei diesmal ist es so halb schlimm. Denn unter der Huawei's eigenen AI Live App, die im Google Play Store ist, kann ich die nicht mit verbinden, beziehungsweise nicht mit die Einstellung ändern oder Updates machen. Und es kamen hier in der Zeit jetzt mindestens zwei Updates, wenn nicht sogar drei. Ist nicht. Unter Android muss ich per APK oder Huawei's eigenem App Gallery Store mir, Huawei's eigene AI Live App ziehen, weil die ja die Restriktion von den Amis haben. Und deswegen stand jetzt, ne, wir haben 13. Juli 2021, ist in der Android App, kann ich die FreeBuds 4 nicht nutzen. Das heißt, ich muss Huawei's eigene App erstmal machen. Hatten wir beim Einrichtungs- oder Unboxing-Video. Ist aber einfach was für die Mehrzahl da draußen inakzeptabel ist. Unter iOS funktioniert das. Da habe ich auch wieder die Huawei AI Live App, ne? Und da sind die FreeBuds 4 wie auch die 4i eingepflegt. Das heißt, ich habe auch Software-Apps, ich kann die App benutzen, ich kann das steuern, ich kann Bassboost und sowas machen, ich kann Firmware-Updates machen. Da passt das wieder. Das ist sowas, wieso klappt das bei dem einen Ami-Unternehmen, aber beim anderen Ami-Unternehmen funktioniert das Ganze leider nicht. Das ist Kopfschütteln. Ich weiß, Huawei selber kann da ja nichts für, aber die Logik zu haben, wieso es ist bei der einen App mit reingeschummelt kriegen und bei der anderen nicht, oder bei der einen dürfen sie es, bei der anderen nicht. Ja, das dazu. So, jetzt bin ich durch mit den ganzen Sachen. Kommen wir noch zur Preisdiskussion. 120 Euro kosten sie. Wären die Dinger statt der Dreier oder wären die Dreier so vor zwei Jahren rausgekommen, wäre das richtig, wäre ich deutlich davon angetan. So muss ich sagen, zwei Jahre später ist das nichts Berauschendes mehr. Ne? Wir haben da draußen so viel Open-Ear, Open-Fit-Dinger, ne? von Drittherstellern, die ein Drittel kosten, ne? Wo der Klang halt okay ist oder sowas. Oder dann auch von mir aus unter 100 oder um 100 Euro kosten. Gibt es einfach so viel. Jetzt stehe ich hier mit 120 und habe so ein ganz leichtes ANC, ne, Akkulaufzeit. Und wenn Huawei selber inzwischen, also ist andersrum, natürlich, der Markt ist da. Wer keine In-Ears will und keine fetten Over-Ears oder sowas im Sommer haben möchte und einfach was Einfaches haben möchte und was ich Apples AirPods nicht haben möchte, ja. Aber selbst Apple AirPods kosten ja nicht wirklich viel mehr gerade. Ich meine, die haben ja auch schon etliche Jahre auf dem Buckel und das ANC ist nicht so viel prickelnd besser. So, das ist so das, wo ich mir so schwer tue. Vor allem für die breite Masse da draußen. Die fahren mit FreeBuds 4i, sind zwar in ihr Dinger, aber die kosten nur noch 70 Euro.
das ist die deutlich bessere Wahl. Ne? Das ist so. Wer mit In-Ears klarkommt, der greift zu In-Ears. Der Klang ist besser als mit denen hier, ne? Oder das Noise Cancelling ist besser. Und das geht jetzt gerade mal bezogen, wenn Huawei selber seine FreeBuds Pro für 130, 140 anbietet. Ne? Auch hier ist das Telefonieren nochmal eine andere Liga. Und ich habe Noise Cancelling im Vergleich. So, ah ja. Oder was, ja, FreeBuds 4i, 3i hatten wir ja schon im Vergleich. Ne? Oder wenn Sony da die 1000 XM3, aber es war ja nur eine Einmal-Aktion zum 120 Euro. Ne? Aber habe ich dieses Riesen-Case, was ich hier nicht habe. Beim Case ziehe ich Ihnen übrigens nochmal wieder die Ohren lang so ein bisschen, dass Sie die Dinger wieder falsch rum reinmachen. Das ist jetzt bei den FreeBuds 4ern aber nicht ganz so schlimm, weil warum auch immer, mit dem Stäbchen kann ich es einfacher drehen. Aber sie zeigen mir dann die falsche Richtung. Ich muss sie wieder um 180 Grad drehen, um sie reinzukriegen in die Ohren oder um sie reinzukriegen ins Case. Geht ein bisschen einfacher durch die langen Stäbchen, auch einfach nur reinschmeißen und dann drehen sie sich in der Regel rein. Ja. Wenn sie rausfallen, also wenn es hinfällt, dann fliegen sie rum. IPX4 Sports-Schwitz-Zertifizierung haben sie auch, ja. Das Einzige, oh, eine Sache muss ich loben. Ich habe ja hier wieder so eine In-Ear-Kopfhörer, nicht In-Ear, aber so eine Kopfhörerfindung, wenn sie denn mal flöten gehen, dass ich sagen kann, Gerät finden und dann Ton abspielen. Habe ich hier tatsächlich gebraucht. Ne? Dann kann man sagen, links oder rechts, welcher fehlt mir und dann fiept es oder Musik dudelte und dann kann ich die einfacher finden. So, unterm Strich, Klang passt. Ne? ANC besser, aber verdient auch ehrlich gesagt nicht den Namen nicht. Verarbeitung passt, Case, Design finde ich Bombe. Preis, ne? Und die Sprachqualität, ja, besser, aber auch mit teilweise mit diesen Aussetzern. Auch hier, also um das noch zum Telefonieren zu bringen, kann man machen. Es ist noch, ich will nicht sagen, auf der positiven Seite von all diesen Dingern, die man da draußen hat, aber so schön wie frühere Generation oder andere ist es diesmal nicht. Wer weiß, vielleicht kommt da noch ein Update. Sondern ansonsten mit dem Preis tue ich mir ein bisschen schwer, weil ne, dass dann ich habe hier, dass ich wirklich eine tolle Sprachqualität habe oder durchgängig vernünftige Sprachqualität beim Telefonieren, dass die Akkulaufzeit es irgendwie rechtfertigt oder dass das ANC es rechtfertigt, diesen höheren Preis oder alles, was, sage ich jetzt mal einfach mal, über 80 Euro geht, ist in meinen Augen zu viel. Gerade wenn es die FreeBuds 4i für 70 Euro ganz offiziell gibt oder für 10er mehr ich die FreeBuds Pro bekomme. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.